Helden erzitterten, als das abartige Böse das Spiel erneut startete. Oh ja, alle erzittern sie und freuen sich natürlich darauf, dass wir wieder zurück sind. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeons 3. Wir sind wieder am Start und werden jetzt natürlich direkt in die Kampagne wechseln. Die nächste Hauptmission, es sind glaube ich noch 3 Stück übrig, dann haben wir es sobald geschafft, denke ich, hoffe ich. Ich bin sehr gespannt. Und dann kommen die ganzen DLCs, mal sehen, ob ich die auch noch schaffe. Mal sehen, ob ich die letzten 3 Missionen überhaupt schaffe. Oh. 2 Seiten einer Medaille. Das hilfsbereite Böse hatte Talia aus den Folterfängen ihres Ziehvaters Thanos befreit. Doch eine weitere Konfrontation war unvermeidlich. Talia musste darauf vorbereitet werden. Oh ja, und da gibt es wieder 3 Achievements, die wir erlangen können, unter anderem am Fuße des Schicksalsberges 2 Seiten einer Medaille. Absolviert es einfach, dann das Gelände ausnutzen. Töte 30 Helden mit einem Obelisken und zu guter Letzt findet die beiden Obelisken in weniger als 25 Minuten. Das heißt, wir werden uns einfach auf der Karte ein bisschen umsehen, wir müssen ja nicht kämpfen, wenn wir das denn schaffen. Mal gucken, ich bin gespannt. Auf geht's! Dann startet die Dialoge. Wozu machen wir das mit den Obelisken? Wozu sind die da? Hoffentlich kriegen wir dafür noch eine Erklärung. Das wäre wunderbar, das wäre traumhaft. Das teleportierende Böse hatte Talia aus der Folterkammer von Thanos befreit und an einen fernen Ort entsandt. Ja, danke dafür übrigens. Ruhe, ich halte gerade einen meiner ausschweifenden Monologe. Gut, wo war ich? Ach ja, befreit. Talia wunderte sich, was sie hier machen sollte. Ja, was soll ich hier eigentlich? Ich sagte Ruhe! Ach ja, machen sollte. Das planende Böse hatte sie in die Nähe des Schicksalsberges geholt. Dort würde sie sich den Prüfungen stellen müssen, um eine richtige Lichtschwertkriegerin, ich meine, eine wahrhaft Böse zu werden. Und keine Angst, sie musste das wohlgenährte Böse nicht auf dem Rücken tragen. Doch der Weg zum Schicksalsberg war gesäumt von 2 florierenden Städten. Diese mussten wohl oder übel zunächst aus dem Weg geschafft werden. Tja, gut und böse sind halt vom Betrachter abhängige Konzepte. Thanos denkt aus seiner fanatischen, verrückten Weltsicht bestimmt weiterhin, er sei ein Streiter für das Gute. Sind wir dann am Ende vielleicht die Guten? Klar, warum nicht? So, jetzt reiß dich zusammen. Hier gibt es Helden, die wir verdreschen und foltern wollen. Wie, wir sind jetzt plötzlich das Gute? Das sind wir nicht. Das wüsste ich aber. Gut, wir haben schon mal die Möglichkeit, sämtliche Leute zu rekrutieren, werden uns natürlich darum kümmern, erstmal ganz viel Gold zu bekommen. Das brauchen wir so oder so. Das heißt, wir graben uns hier einmal herum, um dann hier an das Gold ranzukommen, das wir dringend brauchen und benötigen, und unsere Schnodderlinge werden dafür sorgen. Wir haben im Moment 7 von 10, 3 Stück kommen jetzt nach und nach noch mit dazu. Wir kriegen auch schon mal Werkzeuge, sodass wir das ein oder andere nachher schon mal fertig bauen können. Das ist super. Wobei ich den Raum schon gerne noch ein bisschen größer hätte, um noch mehr Werkzeuge einzulagern. Und hier kommt jetzt noch unser Gerät hin, womit wir dann die ganzen Türen herstellen dürfen. Es gibt einen Eingang, der aus dem Süden kommt, und ein Portal von hier sowie ein Portal von da. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hin und wieder überfallen. Wir werden hier also Fallen mit hinstellen, ganz viele Quetschfallen, damit die auch ja nicht durchkommen. Heißt, wir müssen auch wieder jede Menge forschen. Und jetzt geben wir erstmal gleich Geld aus und ziehen los, um schon mal die Bösartigkeitsinseln zu holen. Das heißt auch, ich brauche erstmal einen Naga. Brauche ich schon Mana? Ja, um mich zu teleportieren, dich werde ich schon 2-mal verstärken und hier werden wir auch nochmal dafür sorgen, dass neue Leute dazukommen. Bla bla bla. Hör auf zu schreien. Ach, ist ja furchtbar. Gut, dann wollen wir mal die Unterkünfte erweitern. So ein bisschen zittern habe ich gerade. Wahrscheinlich schon aus Furcht, Respekt, wie auch immer man es nennen möchte, vor dem, was wir hier alles gleich erleben werden. Das ist natürlich sehr interessant. Legt das mal hier ab und baut mal hier die Schätze mit ran. Da dürft ihr dann gerne schon mal Schätze stapeln. Das Gute ist, dass das alles hinter dem Portal ist, sodass sie dort hoffentlich nicht hingehen und uns die Schätze rauben. Das wäre ja schlecht, wenn sie es tun würden. Sag mal, Schnack, was machst du da? Du sollst dich um das Teil kümmern, bitte. So ist gut. Dann könnt ihr das hier nämlich auch gleich hintragen und dann ist das völlig in Ordnung. Danke.
So, dann wird das auch voll. Wir kümmern uns weiter um die Ausweitung von allem. Den einen Raum haben wir noch nicht erforscht. Das müssen wir eigentlich noch tun. Das hier geht noch nicht. Dafür brauche ich mehr Bösartigkeit. Heißt, wir gehen jetzt erstmal an die Oberfläche. Ich brauche Ork, Naga und eigentlich nochmal genau dasselbe. Aber ihr könnt schon mal hochgehen. Die gute Talia kommt mit hinterher. Sobald wir Geld haben, gehen wir mit weiteren hoch. Und hier haben wir doch schon einen Obelisken, ne? Da. Den können wir aber noch nicht erreichen. Dafür müssen wir das Teil kaputt machen. Heißt, wir müssen hier hoch und versuchen, an den Obelisken ranzukommen. Ich werde erstmal trotzdem versuchen, die Bösartigkeitsinseln zu holen. Sonst haben wir da ein Problem. So, die nächsten Leute bitte. Du kannst gleich mal runter. In den Keller. Und du bitte auch gleich mal durch. Und dann ziehen wir schon mal marodierend durch die Gegend und töten das ein oder andere. Was gibt es? Bösartigkeit ist wichtig. Ohne die kommen wir nicht weiter. Nicht in dieser Mission. Und innerhalb von 25 Minuten sollen wir beide Inseln, beide Obelisken finden. Das könnte schwierig werden. Ich gebe mir trotzdem Mühe. Alle erstmal auf die Novizin. So ist gut. Jetzt könnt ihr den Rest down machen. Das wird nämlich nicht mehr geheilt. Unsere Leute schon. Sehr gut. Ich würde sagen, das läuft. Dann können wir nämlich gleich die Forschung für die Fallen fertig machen. Danke. Die Helden der Gegend waren nicht so schwerhörig wie gedacht. Und so war ihnen der Dungeon unter ihren Füßen nicht entgangen. Nachdem Thanos das Nicht-Angreifen von bösen Kreaturen als Hochverrat ausgerufen hatte, beeilten sie sich, den Dungeon so schnell wie möglich anzugreifen. Lasst sie nur kommen. Wir werden sie zerhäckseln, zerstückeln und ihnen Kajal in die Augen schmieren. Ihr geht nach Hause. Okay, ich brauche zwei neue Orks, verdammt. Du liegst jetzt hier unten. Ich habe noch keine Wiederbelebung. Zahltag. Und ich habe sie auch noch nicht erforscht. Das ist Blödsinn. Neue Kreaturen. Dankeschön. Wir holen uns auch gleich noch einen Goblin mit dazu, der dann alles hier erforscht. Jemanden, der Mana produziert und eine Banshee. Mana. Mana muss ich noch erst einen Raum fertig machen für. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Gebt mir Befehle! Die Befehle kommen gleich. Wo sind denn die anderen? Sind die tot? Sieht so aus. Na, Hauptsache, wir haben die Bösartigkeitsinsel. Der Rest ist mir fast egal. Das Teil wird erforscht, das Teil wird erforscht. So. Die Bierproduktion erforschen wir später. Jetzt erst einmal die Hühnerfarm erweitern. Und hier die Werkzeuge produzieren, beziehungsweise schon die Maschinen. Gold wird weiterhin eingelagert, das ist super. Okay, Mana kommt hier mit hin. Den Mana-Schrein kann ich auch schon bauen. Das Gerät bauen wir später, aber dann haben wir zumindest schon mal Mana, was produziert werden kann. Hier kommen die ersten Zombies, die uns ebenfalls beschützen können. Das heißt, wir sind erstmal sicher. So viel ist sicher. Guti. Wir produzieren. Das werden wir relativ bald brauchen. Machen wir die Bierproduktion hier oben mit hin. Und dann haben wir das Wichtigste schon mal da. Die Banshees und auch die Dämonen, die werden jetzt so schnell nicht leveln, dass wir unbedingt von denen irgendwas brauchen. Wir werden uns hauptsächlich auf die Horde konzentrieren, so wie es in der Vergangenheit ja auch der Fall war. Dann kriegen wir das garantiert hin. Ihr seid schon Level 2, immerhin.
Dann könnt ihr schon mal besser heilen. Und Talia, ich weiß nicht, ob ich dich noch weiter aufstufen kann. Nein, kann ich nicht. Ich könnte höchstens noch eine weitere Person mitnehmen. Wir könnten aber auch eine Banshee mitnehmen. Ich weiß es noch nicht, ob ich das machen werde. Wir werden uns erst einmal zurück teleportieren können müssen. Und dann gehen wir noch mal auf die Jagd. Und rotten erstmal das aus, was versucht hat, uns anzugreifen. Was auch immer das war, da kam mit mal 20 Helden auf einmal. Das fand ich nicht ganz so witzig. Ich weiß nicht, ob die von hier oben kamen. Wir können ja mal gucken, ob hier oben auch noch jemand rumsteht. Bären. Die gar nicht so einfach sind. Okay, dreh. Oh nein! Der war jetzt aber schnell down. Auch einen neuen Ork. Verdammt. Kann ich gar nicht rekrutieren. Warum nicht? Habe ich kein Geld? Auf jeden Fall gibt es weitere Erfahrungspunkte und schon ist er Level 2. Sehr gut. Immerhin. Wir brauchen dann auch relativ schnell die Eisenpelze. So, und warum konnte ich den Ork jetzt nicht rekrutieren? Jetzt ist er da. Komm mit. Das ist ja auch, um erstmal Level zu bekommen. Wir haben auch nur den einen Ein- und Ausgang. Das ist natürlich nervig. Das Gute wird fallen. Das Adleraugen habende Böse hatte auf einer kleinen Insel etwas blinken und blitzen sehen. Allerdings war diese nicht einfach zugänglich. Aber vielleicht konnte dieser Stein mit etwas Gewalteinwirkung zu einer Brücke umfunktioniert werden. Oh, was nun? Okay, die Elementare wollen uns nicht direkt ranlassen. Das ist verständlich. Das besitzergreifende Böse hatte den Obelisken eingenommen und konnte fortan seine Energie in magische Geschosse bündeln. Das würde bestimmt spaßig werden. Ich brauche Mana dafür. Und Mana wird hier unten produziert. Das bedeutet, ich hole mir jetzt noch eine weitere Person mit dazu. Und setze noch einen Imp ein, der ebenfalls Mana produziert. Schön gemacht. So kommen wir natürlich schneller voran. Das gefällt mir. Mana... Mach weiter so. Ah, da könnten wir uns auch die anderen Bösartigkeitsinseln relativ fix holen. Und von hier aus kann da niemand mehr kommen. Dann gehen wir noch hier in den Osten, machen das auch noch down. Wie lange braucht ihr denn? Das gefällt mir. Zumal wir jetzt schon einiges an Level-Ups haben, ne? Gut, dann warten wir noch mit den magischen Geschossen, bis die wieder aufgeladen sind. Ihr bleibt oben, ich mache den Rest. Ich weiß noch nicht, was ich hiermit anfangen soll, aber das werde ich schon herausfinden, früher oder später. Wir werden auf jeden Fall ein Lektorium benötigen. Das bauen wir mal hier hinten mit hin. Es ist Zahltag. Jo. Ja gut. Zwei solcher Obelisken wären natürlich der Hammer. Das wäre jetzt genial. Eure Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Nein. Okay, lass das erstmal. Ich guck mal, was wir noch hier im Dungeon haben. Nicht besonders viel. Nee, ich muss einmal kurz zurück. Erstmal machen wir euch stärker. Dann holen wir euch... Zum Kampf. Jo, geht los. Ach Quatsch, hier. Ah! Aua! Du darfst da nicht stehen. Gut gemacht. Jetzt können wir das in Ruhe ausgraben. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt von der Größe her passt, aber ich glaube schon. Da ist schon wieder Gold. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Dann werde ich versuchen, das von der anderen Seite anzugraben.
Lektorium muss ich sowieso erst erforschen, aber wenigstens kriegen wir noch mehr Gold. Haben oder nicht haben. Gut, dann gehen wir wieder durch das Portal. Befehligt mich. Wird so kommen. Ja, schade. Ich habe echt gedacht, der würde sich schneller wieder aufladen, aber das scheint eine ganze Weile zu dauern. Darf ich die nur einmal benutzen oder was? Ah, speicher mal. Unter mal sehen. Mal sehen, wie es weitergeht. So, erstmal auf die Novizin. Die Novizen sind wichtig, Leute. Und bleib liegen. Die werden gegenseitig geheilt. Du haust mal bitte ab. Ja? Ihr kümmert euch umeinander. Sehr schön. Sehr cool. Gut, wieder einer weg. Du siehst nicht mehr ganz so frisch aus. Du haust mal bitte ab. Ich will nicht, dass ihr sterbt, Mensch. Außerdem bist du schon Level 3. Das wäre jetzt extrem schade. Was soll ich tun? So, haut ab bitte. Kümmert euch um das Portal. Guti. Reicht erstmal, weiter kommen wir nicht. Bleibt hier. Halt euch hoch, das hat sonst keinen Sinn. Okay, das wird jetzt... Warum sind diese ganzen Dinger hier weg? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wow. Okay, wartet mal. Scheibenkleister. Komm weg da. Gut, die sind... Eines Obelisken stand nun bereit. Die Feinde sind echt böse. Lady Gaga, heil hier hinten bitte weiter. Das Böse ist unaufhaltbar. No! Okay, das kriegt Talia alleine hin. Und wenn nicht, stirbt sie halt. Herz wird angegriffen. Okay. Ladet euch alle auf, ist okay. Habt ihr gut gemacht. Ich könnte jetzt dieses Teil angreifen, aber ich glaube, ich werde mir das aufbewahren, falls wir auf dem Weg nach oben noch jemanden haben. Oder aber die hier töten. Nee, wir warten mal noch. Wir warten mal noch. Immerhin, der ein oder andere hat tatsächlich noch ein Level abbekommen. Das heißt, unsere Echsen sind jetzt schon weiter, als ich es eigentlich geplant hatte. Das ist nicht gut. Wir nehmen mal unsere Brauerei mit dazu. Wir werden jetzt hier die Wand zuziehen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Dort einen Schatz hinpacken. Ja, ich muss die Fallen unbedingt fertig machen. Das geht nicht anders. Wer ist denn einigermaßen fit? Du auf jeden Fall. Ja, und ihr beide müsst auch raufgehen. Okay, auf sie. Nein, Chuck, du darfst nicht sterben. Zahltag. Es werden aber welche sterben. Scheibenkleister, ey, das ist doch nicht wahr. Magduk sieht wieder besser aus, aber ich glaube, Chuck ist tot. Verdammt.
ist doch zum Kotzen im Moment. Aber ist normal, ist okay. Ich muss mich ja auch erst an die ganzen verschiedenen Dinge gewöhnen. Bier werde ich jetzt hier weiter brauen lassen, das ist in Ordnung. Und wir haben schon unseren Eisenpelz. Sehr schön, so will ich das sehen. Eltonissa wird auch gerade geheilt. Dann forschen wir mal weiter. Ich brauche die Fallen jetzt. Sonst geht mir das tierisch auf den Senkel. Die haben natürlich mein Portal zerlegt. Das war zu erwarten. So, ihr wollt gerade was essen, ne? Dann esst was. Ihr sollt essen, Mensch. Und nicht irgendwelche Leute heilen. Hast du keinen Hunger mehr? Doch, zu 100%. Na, dann ist was. Sollst was essen. Gut, du bleibst hier und wirst das ein oder andere produzieren. Wir gehen erstmal an die Oberfläche. Eigentlich bräuchte ich mehr Leute. Das machen wir alles später. Ich muss jetzt weiter forschen. Verdrescher und dann brauchen wir das Teil. Die komplexen Fallen für den Quetscher. Ach, dann bauen wir hier erstmal ein Gefängnis mit hin. Wir machen den Rest später. Ach nee, Gefängnis muss ich auch erst erforschen. Juhu. Was ist? Da kommen schon mal Fallen mit hin. Das hier wird auch eine Falle. Wir haben die Pfeilfalle und die Stachelfalle. Stachelfalle kann ich jetzt aber noch nicht bauen, weil das Teil wahrscheinlich noch nicht steht. Nee, habe ich noch nicht hingebaut. Ich erinnere mich. Ich wollte es gerade bauen, da hatten wir keine Dinger mehr. Keine Werkzeuge. So, bis hierhin sind wir gekommen. Hier hatten wir nur noch den einen Schwertkämpfer, den kriegen wir jetzt auch weg. Insbesondere, da wir den Eisenpelz haben, dürfte das kein Problem mehr darstellen. Und dann gehen wir weiter in den Norden und holen uns noch die zweite Bösartigkeitsinsel. Wir brauchen unbedingt die Bösartigkeit. Sonst haben wir keine Chance, die Leute so schnell aufzustufen, wie ich es gerne möchte. Und die 25 Minuten, die sind vorbei. Also da brauche ich jetzt nicht mehr drauf zu hoffen. Theoretisch hätte ich einmal durchlaufen müssen. Das kann ich ja nochmal im Nachhinein machen. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht mal mehr, was das andere Ding war. Ich glaube, 30 Helden nicht töten, oder? Doch, 30 Helden mit dem Obelisken töten. So war das. Das kriege ich noch hin. Aber die innerhalb von 25 Minuten suchen, das mache ich irgendwann mal separat. So, mach das Ding down, dann kommt von hier schon mal keiner mehr. Forschungsmenü. Wir haben noch die Möglichkeit, unseren Oger zu holen. Ja, warum auch nicht? Aber zuvor werden wir erstmal die anderen Forschungen weiter durchführen. Heißt, ich bräuchte eigentlich auch bald eine Halle der Entspannung, wenn die Leute hier unten weiter so catchen. Eigentlich bräuchte ich hier unten auch mehr Verteidigung. Ich brauche die Fallen. Wir müssen unbedingt weiter nach oben. Okay, das scheint relativ unbe- Das herumstampfende Böse hatte ein paar Steinwächter aufgeschreckt, wovon diese leider ganz und gar nicht begeistert waren. Ja, wenn die hier rumstehen, kann ich ja nichts dafür. Da ziehen die jetzt los und kommen wieder zurück, weil die durch mich aufgescheucht waren. So ist gut. Der Obelisk vernichtet die Leute. Wo kommst du denn jetzt her? Da stehen überall Leute. Gut, dass wir nachher den Obelisken wieder nutzen können. Dann können wir das Dorf da oben mal ausrotten. Das ist ja Wahnsinn, was da alles abgeht.
Okay, was haben wir hier? Das sollen wir wahrscheinlich mit erobern. Jo, machen wir später. Eroberte Gebiete, 4 von 10. Ach so, jedes hat auch ein Ausrufezeichen. Wir sollen die erobern. Jetzt gehen wir erstmal von hier aus nach links. Und dann haben wir hier schon, oder auch nicht, das nächste Teil, da kommen wir gar nicht ran. Das ist auch noch geschützt. Wir müssten im Prinzip oben rum. Gut, forschen können wir wieder. Dann nehmen wir erstmal das mit rein. Und das Lektorium. Ihr bleibt kurz hier stehen, werdet das alles beschützen. Ich werde hier jetzt schnell das Lektorium bauen. Zahltag. Dann können wir nämlich alles andere auch verstärken und die anderen Fallen erforschen, die ich unbedingt brauche. Rollende Steine hin oder her. Ich brauche mehr. Mehr als das. Ja, die haben alle so einen Fetten bei sich. Das ist so zum Kotzen. Na gut, gehen wir erstmal wieder runter. Wir müssen hier alles beschützen. Obwohl, warte mal. Nee, ein Portal hinstellen bringt ja nichts. Da zerstören die ja immer wieder auf dem Weg zu uns. Verdammt, noch eins. So, das Ding ist fertig gebaut. Dann holen wir uns erstmal das hier. Dann den Quetscher. Den kann man überall mit ranpacken. Das ist völlig in Ordnung. Und sobald wir wieder 50 haben, auch mehr Geld. Dass ich nicht so viele Schatzkammern bauen muss. Danke. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst. Und ihr lasst ein Like da. Und ihr schaut das nächste Video.